So, wieder hallo und herzlich willkommen zu einem wunderbaren weiteren Video zu Super One GP 2. Wir sind zurück und heute geht es noch ein bisschen in den wunderbaren Rallye-Sport rein. Freut mich auch, dass ihr ja doch Interesse an diesem Spiel gefunden habt. Und natürlich auch Dankeschön, dass der Creator wie Judah selber ja uns wunderbar in die Kommentare geschrieben hat. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Sehr, sehr geiles Spiel, was er kreiert hat. Wie gesagt, kann ich immer noch vollkommen empfehlen, wenn ihr Bock auf altes Gran Turismo-Style habt, mit ein bisschen Ardo-Rally gemischt, für einen Schnapperpreis. Gönnt euch auf jeden Fall. Das ist ein Game, wo ihr jetzt zu 1000% nichts falsch machen werdet, wenn euch natürlich das Gameplay so gefällt. Wenn ihr keinen Bock auf dieses Gameplay habt, dann macht ihr dafür. Ihr wisst, wie ich meine. Ja, wir machen heute weiter und fahren heute Rallye. Ich habe parallel mal ganz kurz unseren wunderbaren Audi schon mal maximal geupgradet, weil der Wagen kann ja leider kein Motortuning haben. Wir haben aber schon mal ein Getriebetuning haben wir drin. Wir haben die Reifen verbessert. Ich habe gerade auch schon mal die Bremsen verbessert. Nebenbei, die Level ist nicht einfach so, kauf den Level, auf den du Bock hast, sondern du musst nach und nach verbessert kaufen. Also erst Level 1, dann Level 2. Federung haben wir auch. Können wir nicht machen und Chassis schenke ich mir mal, weil ich einfach denke, vielleicht ramme ich einfach keine anderen Leute. Das ist auch eine Option. Ja, wir gehen nämlich rein in die wunderbare Rallye-Mannschaft. Da ist auch mit Small PS, aber ich bin sehr gespannt, wie Rallye sich in dem Spiel spielt. Da bin ich jetzt sehr interessiert dran. Wir haben nämlich die Junior Seniors in Kenia. Nehmen wir einen Rallye-Etappen teil, bei denen die Gesamtzeit über alle Etappen hinweg den Sieger bestimmt. Also haben wir natürlich auch keine Gegner auf der Stage. Wir haben eine Stage, Kenia S1 und eben Kenia S2 und ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein und lassen uns überraschen. Oh, ist das dann einzelne Rennen dann? Ist keine Meisterschaft, ne? Deswegen dürfte es dann einzelne Stages sein, vermutlich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Keine Ahnung, wir sehen es gleich. Das ausgewählte Fahrzeug ist kein Rallye-Fahrzeug. Wait, was? Was ist denn ein Rallye-Auto? Steht dabei, wenn es ein Rallye-Auto ist? Warum darf ich einen Audi S4 befindlich fahren? Wo sehe ich, was ist denn für das Spiel? Wo sehe ich denn, was ein Rallye-Auto ist? Ah, ich vermute die. Nee, da ist ein R. Ah, ich vermute die mit R dran. Wenn man mag. Nee. Warte, wir gucken mal kurz, ob das R für Rallye steht. Ja, ich habe ein Gefühl. Nee, R steht für Rennen oder nicht? Einfach nur. Nee. Nee, R ist schon Rallye. Ja, R. Oh ja, R ist Rallye. Ja, das ist ja. Merke ich ein günstiges Einsteiger-Event. Eieiei, ich glaube, ich kann mir gar kein Rallye-Auto leisten. Was ist denn das günstigste hier? Der Audi. Ich finde den Namen gut. Haben die Italiener vielleicht irgendwas günstiges? Ich meine, die sind ja Rallye. Kann man nicht kaufen. Der günstigste ist der kleine hier für 17,2, aber die Kohle habe ich nicht. Shit. Okay, wir müssen erst was anderes fahren. Wir Papa muss Kohle verdienen. Rallye-Fahrer sein kostet Kohle, habe ich gemerkt. Ganz schon viel sogar. Meine Fresse. Hätte ich mal mein Audi nicht getunt. Okay, da müssen wir jetzt noch was anderes machen. Da müssen wir uns erst noch Geld anders verdienen. Da müssen wir mal gucken. In der Meisterschaft kommen wir nicht voran, weil wir da auf die Fresse kriegen. Heißt, wir müssen uns mal was anderes raussuchen. Hier haben wir ja schon. Der Civ EV Cup. Den könnte man fahren. Den könnte man fahren. Limestone Hedge. Ah, nee, da sind. Wow, das sind ja wirklich einzelne Fahrzeuge, die ich dafür brauche. Also, wenn ich jetzt das fahre, muss ich ein Auto dafür kaufen. Was nicht so smart ist, weil ich will ja kein Auto kaufen. Ich will ja Geld verdienen, um ein Auto zu kaufen. Nicht ein Auto zu kaufen, um ein Auto zu kaufen. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Wir machen mal das zweite hier. Ja, wir müssen den anderen Wagen nehmen. Wir holen jetzt erstmal hier die Kohle rein. Ja, man muss hier taktisch rangehen. Der hat aber nur 88 PS, Alter. Das ist nicht gut, ey. Kann ich bei dem zumindest noch ein bisschen Leistung optimieren? Oh, bei dem können wir Motor theoretisch upgraden. Auf 86 PS. Ja, machen wir mal. Komm, wir fahren. Wir müssen erstmal ein paar andere Leistungen machen, bevor ich mir ein Rallye-Auto leisten kann. Am liebsten hätte ich direkt ein Subaru. So 97 PS sehe ich ja als ganz gut an. Ich habe jetzt erstmal. Man muss investieren, um zu. Oh, ihr wisst, wie ich meine. Ich rede mir das hier gerade selbst schön. Gut, dass ihr dabei seid. Wir wollen. Ich hätte gerne die. Also welche Level ist für mich denn klassisch Opel? Die hier, das ist klassisch Opel. Ja, die hätte ich. Für 100? What? Fuck, shit. Okay, kostet Kohle. Naja. Wie ich sagte, man muss investieren. Man sich das selbst schön reden. So, gut, gucken wir mal. 105, jetzt haben wir 97 PS. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir gewinnen können. Wir gucken mal. Nebenbei, ich gehe voll steil bei diesem Soundtrack im Hintergrund. Der gerade aus der im Menü lief, wie ich gerade noch alles noch vorbereitet war. Mach ich mein Gefühl, meine eigene Wave Party. Ich sage es euch, ist viel zu gut. Der Soundtrack vom Spiel. Eine glatte 10 von 10, also das muss man wirklich sagen. Der Soundtrack ist wirklich sehr schepprig. Der geht gut ins Ohr. So, da kommen wir immer gut durch. Ich muss halt auch fehlerfrei hier durchfahren, weil die ersten beiden halt das mitbekommen, vielleicht ein bisschen schneller sind als wir.
Okay, ja, wir machen hier Meter, ich sag es euch. Oh ja, die Leistungsspritze hat geholfen. Der Kadett rennt jetzt, sag ich dir. Come on, nicht abdrängen. Dann dränge ich nämlich zurück ab. Dann hat gar keiner abgedrängt, weil wir uns dann eigentlich wieder zurückdrängen. Oh, ich hole auf die ersten Beine aber auf. Das ist nicht unmöglich. Und dabei fahren wir nicht mal in den Toyota. Gibt's zu, solche Witze habt ihr abonniert. Jetzt macht ihr nicht auf fiese, das kann man nicht sagen, du, also bist du bescheuert. So, P1, wunderbar. So, jetzt müssen wir das Ding nur nach Hause holen. Die 1500 waren gut investiert. Ich krieg nämlich am Ende 1500 so raus. Geil, Mann. Aber gut. Ich finde doof. Rallye ist freigeschaltet, aber ich kann mir kein Rallye-Auto leisten. Ich fühl mich verarscht. So, ey, du hast was freigeschaltet, was du nicht nutzen kannst. Das Problem ist, wer direkt an die Type, die sagt, dann hätte ich aber auch gerne direkt ein Subaru-Rallye-Car. Für 30.000, weil es halt so günstig ist. So ein Schnapper, so ein richtig, richtig günstiges Auto. Na, müssen wir mal gucken. Ich will halt nicht mit so einem kleinen Fiat ranfahren. Also jetzt nichts gegen kleine Fiat, aber ich bin da jetzt nicht der größte Fan von. Was auch daran liegt, dass meine Körpergröße mir eindeutig... Dass es die Info gibt, Digga, mit 1,94 bist du eindeutig kein Fiat-Fahrer. Also, Punto vielleicht, aber Fiat 500, Bruder, weiß ich nicht, ob du das... machen solltest. Deine körperliche Statur wird es dir danken. Der Chiropraktiker auch. Und das Rallye-Car hat natürlich kein Faltverdeck, also dementsprechend kann ich mir den Fahrgastzellenraum nicht unendlich erweitern, gewissermaßen. Aber sehr schön, Kollege. Komm mal, starten wir zumindest mit einem schönen Rennsieg rein. Ich meine, nach 1500 Credits investiert, da erwarte ich auch nichts anderes als Rennsieg, sonst wäre es peinlich. Aber ihr habt ja gesehen, investieren für ein gutes Ergebnis. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich jetzt hier bekomme. Ist ja echt nicht genug, dass sich das rentiert hat. Rang 1, Dankeschön, Belohnung. Immerhin 250 plus gemacht. Oh! Oh, wir haben Rallye-Auto gewonnen! Ha! Haha! Ja, geil. Das war gar nicht mein Plan, aber. Haha! Wir haben jetzt ein Rallye-Auto. Nu? Ja, wir fahren jetzt Rallye. So, hab da nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Okay, 177 besser, der Kollege schon. Hoppala! Hoppala! Oh, der hat aber auch wilde Liveries. Also die. Die, was auch immer, nicht Red Bull Livery, es ist ja kein Red Bull, das ist ein Red Wolf. Das ist alles sehr cool, aber ne, wir bleiben ruhig bei der Tuning. Können wir den noch schneller machen? Motor geht nicht, Getriebe geht, okay. Reifen gingen. Ich muss sagen, Reifen und Bremsen sind so zwei Sachen, die sich bisher sehr als positiv herausgestellt haben, wenn man sie tunt, weil... Überraschung, der Wagen fährt sich besser. Und man merkt es im Spiel halt wirklich eklatant. Reifen schenke ich mir jetzt mal, weil die 2000 sind aufhängen, auch teuer, aua. Okay, wir bleiben erstmal bei dem, was wir haben und gehen jetzt in Rallye rein. Jetzt darf ich auch Rallye fahren. Junior Series, so. Gut, wir haben ein Rallye-Fahrzeug. Rein da, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie Rallye abläuft bei dem Game. Haben wir hier mit Ansager, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wie schön ist mit Ansager. Hört man zwar kaum, weil der Soundtrack so reinfetzt, aber ich muss sagen, der Soundtrack fetzt dann so rein, dass mir das scheißegal ist. Holy shit, ist das viel schneller als alles andere, was wir bisher gefahren sind. Mutter, guckt euch mal ab, wie das hier abgeht. Das geht ab wie etwas, das abgeht. Oh Gott, weiter Slide, oh Gott, oh, das ist geil, das ist eine komplett andere Experience. Das fährt sich halt auch komplett anders. Okay, in der Musik fetzt das aber, ich sag es euch. Vor allem haben wir jetzt mal Geschwindigkeitsgefühl. Vor allem seht ihr drei Viertel der Zeit das Auto nicht, weil es hinter mir fährt. Ja, ihr müsst einfach nur vermuten, dass es da ist. Ich glaube Easy Gold, ne? Ich glaube sogar Easy Gold. Bei 53,4 hätten wir gebraucht. Ich bin einfach der Rallye-König. Okay, aktuell haben wir die kürzeste Gesamtzeit. Es geht in Stage 2. Das macht ganz schön viel Bock, Alter. Holy shit, ich bin sehr begeistert von Rallye-Fahren, bin ich ehrlich. Also, finde ich ja sowieso geil. McLaren eSports WRC, aber auch hier in Super 1 GP. Momentan mein Rallye-Herz hat wirklich Spaß am Spielen. Merke ich, wie es. Oh, here we go. Ja, man kann schon ein bisschen cutten. Man muss sich das einmal nur zum Vorteil machen. Das hört sich halt ganz anders, weil du halt viel mehr slidest, ne? Weil natürlich ist natürlich ein Rallye-Car. Meine lieben Damen und Herren, ich freue mich schon auf Subaru und so, wenn die müssen ja nochmal viel mehr Bums haben dann. Das ist ja komplett insane dann. Boah, come on. Easy lap. Very long ride.
Gut, dass wir kein Rallycar gekauft haben oder irgendein Auto verkauft haben, um Rallycar zu kaufen. Ich wusste ja nicht, dass ich das geschenkt bekomme. Aber ich habe ja den einen Cup da abgeschlossen. Müssen wir gerne mal gucken, ob man bei den Cups sehen kann, was man gewinnt. Vielleicht zeigt das Spiel das auch vorher schon an, dann weiß man das vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, das Rallycar, dass man es gewinnt, ist wohl... Klar, ah, scheiße, das war jetzt nicht gut zum Ende. 1, 3, 4 ist Gold. Oh! Ey, ich hab's wirklich auf dem letzten Meter verkackt, ey. Wie kann man denn so dumm sein? Das ist ja nicht normal. Wirklich auf dem letzten Meter. Das hätte genau hingepasst. Und ich meine nochmal so, was, wenn ich auf einer Gerade nicht gerade fahren würde? Und hier normal denken, Mensch, dann... Das wäre halt dumm. Das wäre dumm wär's. Nicht, das wäre nicht irgendeine wissenschaftliche These, die wir hier aufstellen müssen. Das wäre einfach nur klassisch dämlich. Man muss dran gewöhnen, auch nicht zu schnell reinzusenden. Man darf zwar drifty sein, aber natürlich nicht drifty neben der Strecke, weil das kostet Geschwindigkeit. Weil unser Rallycar funktioniert auf der Rallye-Stage und nicht daneben. Come on, come on, come! Wir haben auf jeden Fall das Party-Rallye-Auto, ich sag es euch, ey. Der Sonic ist halt wirklich eine 10 von 10. Okay, das ist jetzt eine bessere Stage, ich sag es euch. Das ist mein Run! Leichter Slide, wunderbar. Hier auch schön rein. Oh, Junge, jetzt kommt der Sieg. Jetzt können die Jungs sich drauf einstellen, dass ich sie jetzt hier fertig mache auf den letzten Metern. So, jetzt, guck mal, geradeaus fahren. Es ist der Wahnsinn. Eine Taktik, die von vielen Leuten nicht genutzt wird. Und damit gewinnen wir das Ding. 1-1 hier. Ja, damit eine 1,51 Rallye abgeschlossen. Wunderschön. Oh, 10 Sterne. Gewinner ist Rallye-Event. Im Zweifel Folge. Ja, in Doubt, Flat Out. Ich finde gut, dass er als Titel... Belohnung, 0 Credits. Wir haben Credits bekommen, alles gut. Dass er das Zitat von Conor McGregor nimmt. Finde ich gut. Das ist ein sehr gutes, sehr guter Titel für ein Achievement. Da hat sich jemand gut entschieden. Okay, wir haben jetzt 10. Was ist denn bei Einladung? Oh. Okay. Kämpfen, um die beste Zeit zu schlagen. Über 50 Credits, eine Runde. Guck mal an. Die Sachen gibt es ja hier auch. Also wir fahren heute mal, also wir haben hier noch was mit der Supra und diesen wunderbaren, ich glaube, Peugeot-Prototypen. Die fahren wir jetzt nicht, weil wir heute Rallye-Stage machen, aber da geht man mal rein. Einladungsevent. Das ist ja nice. Ah, okay, das ist dann wirklich Leaderboard mit Gegnern und so. Ach, krass. Ich denke mal, wenn du wirklich super geil bist, kriegst du auch eine richtig geile Belohnung. Also wir kriegen hier 50 Credits, wenn wir teilnehmen, aber ich glaube, das ist einfach noch... Dann gehen wir mal rein. Komm, wir fahren mal. Ich will mal gucken, wie so ein schnelles Rallye-Car sich fährt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Es regnet und ist Schotter in Argentinien. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, und es blitzt auch noch wunderbar. Alter, ist das schnell. Mutter Maria. Holy fucking fuck. Okay, das ist übel. Kann ich restarten? Ja, kann ich. Okay, theoretisch. War nur Interesse halber. Oh, Alter. Okay, das ist... Okay, das fängt den Kick vom Rallye-Fahren, aber auf jeden Fall sehr... Mein Gott, sieht das auch geil aus, ey. Meine Fresse noch ein. Aber eine Bodenwelle. Oh, ein bisschen zu weit gepowerslidet. Nein, komm. Oh, ich freue mich ja viel zu sehr auf die ganzen Rallye-Events. Also, nicht falsch verstehen. Die normalen Rallyes sind auch, Rennen sind auch geil, aber... Aua, ist schon eine 10 von 10 Experience gerade. Junge, aua. Fahren wir jetzt weg da. Nein, weg von der Mauer. Okay, wir fahren das nochmal neu. Ich fahre ja, als wäre ich gerade komplett drunken, Alter. So, nochmal, komm. Das ist ja viel zu geil. Also, Rallye macht ja in dem Spiel... Oh, das ist schon gut, ey. Fängt den Kick schon sehr gut ein. Vor allem, wenn du mal richtig Geschwindigkeit hier mit dem Evo drauf kriegst, dann... Schön mit dem Lancelot, mein Fehler. Aua. Du hast 4 km/h erreicht. Ja, gut, okay. Das erste Mal, what the fuck, ey. Man merkt, dass unsere Autos noch nicht so die schnellsten sind. Also, die wir selber haben. Ah, viel besser. Sehr schön. Oh, untersteuern, übersteuern, steuern. Steuern sind grundsätzlich scheiße, ihr wisst, wie ich meine. Oh, jetzt steuer doch nicht in die Wand rein. Komm weg da jetzt. Oh, der ist so hart am Powersliden all over the place, wenn du einmal zu viel früh ans Gas gehst. Komm, Evo, komm. Ich finde gut, dass es so Einladungsevent gibt, wo man dann auf die schnelleren Fahrzeuge und so mal schon mal einen Blick drauf werfen kann. Aua!
Okay, wir sind. Die Bestzeit war, glaube ich, nur 1-1, ne? Also ich möchte mal drüber reden, wie weit wir. Holy shit, noch ein schöner Sprung zum Ende. Wie weit wir gerade von diesem Ziel entfernt waren, ne? Ich möchte es mal erwähnen, 1-1. Wir sind auf Platz 176. Akzeptieren wir, aber ich bin ja komplett angefixt mit Rallye-Fahren. Ich sage euch, Junge, das ist ja der geilste Scheiß überhaupt. Haben wir eine neue Rallye-Stage frei? Ja, haben wir. Oh, geil. Ja, geil. Okay, es geht nach Spanien. Geil. Das ist ja geil. Oh, da hab ich richtig Bock drauf. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Weil wir können uns auf Dauer irgendwann ein anderes Rallye-Car leisten. Wenn es gut läuft. So. Oh, wir haben eine Asphalt-Rallye. Okay, das wird jetzt ein bisschen anders, glaube ich. Die Stages sind natürlich sehr kurzweilig, aber das finde ich ja gut. Oh, dieser Soundtrack, meine Fresse, ist der gut. Ja, wirklich lobend erwähnen. Das Spiel macht auch, ist wirklich fett super. Du hast so einen geilen Flow in diesem Spiel. Das ist vor einem Typen entwickelt, ne? Warum kriegt ein Typ mich mit Rennspielen besser begeistert als ein Team von smaller Leuten? Also ich verstehe es nicht. Weil vielleicht der Spielspaß in den Vordergrund gerückt wird. Das ist aber auch eine wilde Theorie von mir, muss ich fairerweise sagen. Oh, schöner Slide. Here we go. Bremsen. Auf Asphalt haben wir ja Gott sei Dank ein bisschen Grip. Die Jumps sind schon geil. Holy shit. Oh, oh, was ein Powerslide. Drift Powerslide. Ich weiß nicht, drift sogar in dem Fall, glaube ich, ne? Komm zu. Yes. Brauchst keine 2 PS. Brauchst einfach nur Skill. Und keine Skill-Issues. So, nächste Stage. Spanien 21 Uhr. Ist halt ein bisschen düster. Boah, da schick ich mir den Sonnenblümchen, ne? Muss ja sagen, die machen schon mal her. So ein paar Sonnenblümle. Das ist schon gut. Junge, die Stage ist aber auch gar nicht mal so kurz. Fällt mir gerade auf. Gerade so ist kurzweilig. Währenddessen die Stage so. Oh, Bruder. Obwohl, ja, geht trotzdem mal 8 Minuten, aber ihr wisst, wie ich meine. Oh, okay, die hätte ich vielleicht nicht mitnehmen sollen, glaube ich. Naja, kann man dann relativ gut umhauen. Also, warum sollte man da nicht draufhalten? Mein Spiel möchte mich da zum Slalomfahren bringen, aber will ich nicht. Aber Asphalt ist ein ganz anderes Rallye-Fahren nochmal. Ja, bitte fahr rechts, da hat jemand seinen Traktor stehen lassen. Jede Rallye-Stage, immer. Weil du kannst du Drift auf Asphalt nochmal ein bisschen besser korrigieren, weil du rutschst nicht so weit raus, ne? Weil die Reifen halt viel mehr Grip packen. Kommt die Hard Left da. Boah, komm. Vor allem bei Rallye-Stages muss ich nur die Zeit besiegen. Da habe ich dieses Problem, dass ich mit dem Gegner kloppen muss. Da kann mich nur die Zeit von hinten nehmen. Aua. Oh, das war nicht gut. Oh, komm, Kleiner. Letzten Meter jetzt, mach es! Here we go. Voll durchbeschleunigen. Easy. Bam, Junge. Gar kein Thema. Der Gesamtzeit dürften wir auch locker gewonnen haben. Ja, 11 Sekunden Vorsprung. Ach, sehr schön. Ist wieder schön. Der erste Platz. Kohle gibt's auch nochmal. 2.500. Das lohnt sich. Wir können uns bald ein besseres Rallye-Car leisten. Und Sterne gibt's ja auch nochmal. 3 Stück gab's ja dafür auch. Haben wir jetzt noch mehr Rallye frei? Ich bin ja jetzt gerade Rallye am Suchten. Shit, wir haben nicht mehr Rallye frei. Dafür brauchen wir 20 Sterne für die nächste. Ah, verdammt. Aber das war eine sehr geile Experience, muss ich jetzt mal fairerweise sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja ziemlich geil. Wir haben Elefante de Mandanze frei. Wir brauchen Milene von Thomas. Also höre ich die Ente. Wir brauchen eine Ente. Ich will aber sowas nicht kaufen. Ich möchte das. Ich nehme ja diese Fahrzeuge nicht an. Die haben wir leider nichts frei. Ich glaube, wir kommen aber nicht darum, was zu kaufen. Ich glaube, wir müssen Fahrzeuge kaufen. Wir werden hier diesen CB4 kaufen. Raven CB4R. Ich vermute, es ist ein Honda Civic. Wir gucken mal. Ich vermute, es ist ein Honda Civic. Ich hoffe, dass das Ding nicht pauschal teuer ist. Wir sehen es gleich. CB4R, wo ist er denn? Bin ich jetzt bescheuert? CB2. CB4R. 18,7. Boah, ist ganz schön. Ich glaube, Nissan Almera oder so ist ein bisschen Richtung sein. Ich weiß, es gibt auch ein Mod und ein bisschen Textdatei, die die Fahrzeugnamen alle in echte Fahrzeuge ändert. Ich denke, die werde ich mal runterladen und reinsetzen, weil das ist noch ein bisschen cooler, wenn die Fahrzeuge so heißen, wie sie heißen sollen. Dem Entwickler kann es ja egal sein, er darf es ja nicht machen, aber ich darf es natürlich gemoddet machen. Ich vermute, da werden wir die Namen dann mal abändern. 18,7 brauchen wir dafür.
Was kostet die wunderbare Ente? Da. 3-4 ist die, die wir brauchen, ne? Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches verkaufe, ne? Milene von Thomas, ja. Leistung katastrophal. Okay, alles gut. Danke dir, Digga. Ich hätte schon gerne zwei Farben. Wir kaufen die mal so. Ja. Wir haben jetzt eine Ente gekauft. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir jetzt gleich herausfinden. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich gucke mal. So, Wochenende. Problem ist, wir fahren bis zu 100 PS, Jungs. Wir starten einfach mal ungetuned rein. Weil ich will eigentlich kein Geld für das Ding ausgeben. Aber ich bin ja gespannt, ob die Gegner jetzt hier alle unfaire Säcke sind, die ihre Enten auf 100 PS getuned haben und komplett bescheuert sind. Oder ob sie Serie fahren. Wir probieren es mal. Okay, erster Start lässt vermuten, die Dinger sind Serie bei den Jungs. Weil meine Ente ist eine ganz schön schnelle Ente. Das ist wirklich eine schnelle Ente, muss man fairerweise sagen. Also für eine Ente ist das Rennen hier schon rasant. Rasante. Kommen wir hier vorbei. Ja, ja, okay, die Gegner haben nicht gepimpt. Gut, dass ich hier kein Geld in unsere Ente investiert habe. Also 3.500 habe ich investiert. Aber für manche Cups muss man halt auch mal das Geld in die Hand nehmen. Außerdem haben wir damit unser erstes französisches Auto gekauft. Oh, oui, oui. Der kleine Baguette-Transporter. Schön hier Windschatten hängen und jetzt hier rausziehen. Rasantes Überholmanöver. Es ist wirklich wild. Die Türen der Ente fangen schon an zu wackeln. Unser Pfeiferdeck geht alleine auf. Trotz dass es verschlossen ist, ist dem Pfeiferdeck nur scheißegal. Fahrtwind, dies, das. Ja, ist nicht das schnellste Rennen, vor allem wenn man jetzt gerade Rallye vorher gefahren ist. Das ist ein bisschen entschleunigend. Da ich keine Civic Cup ja trotzdem danach nicht fahren. Fällt mir gerade auf. Weil, ja, wir hätten 1000 gebraucht, aber ich vermute nicht, dass ich jetzt hier 4.500 verdiene. 123 km/h, das klingt wenig, ist in der Ente aber, glaube ich, echt viel. Also ich weiß, dass über 100 km/h in einem Trabi hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte man seinen Lebenswillen gerade aufgeben. Hätte man sich entschieden so. Wow, wenn ich sterbe, dann so. Das war da. Das hat sich nicht gesund angefühlt. Sind wir fairerweise ehrlich. Das war nicht auf der gesunden Art und Weise des Lebens. Ah, Musik ist schon geil. Mir wurde gesagt, man kann das Spiel in verschiedenen Grafikspielen, als die anscheinend spielen. Da Bildschirmmodus, da. Ah, Pencil haben wir steuermäßig drin. GP, da ist glaube ich dann angelehnt an den ersten Teil ein bisschen mehr. Kann man komplett ausstellen, den Grafikmodus, das tut nicht viel. Arcade, das ist jetzt sehr pixelig. Amiga und Carbon. Wir bleiben, oh, Pencil, ich wollte es nochmal kurz gezeigt haben, dass ich das ziemlich gut finde. Also, dass die Modus gibt, wurde mir in den Kommentaren geschrieben, soll da reinschauen. Aber wie auch immer, direkt geschrieben, der Pencil-Look ist schon, der ist schon gut. Der macht schon einen guten Vibe. Der Vollgas rum. Es geht die letzte Runde hier. Vollgas, Vollgas. Leaderboard sind wir wieder auf Platz 2593. Ich weiß nicht, ob das Gesamtzeit für diesen Track, grundsätzlich Rundenzeit für diesen Track sind oder Rundenzeit mit der Ente sind. Wenn ja, sind über 2500 Leute schneller in der Runde als ich mit der Ente. Wo ich erstmal sagen würde, Glückwunsch, aber was juckt's mich. Aber nein. Ich vermute, dass nicht nur damit Enten gemeint sind. Würde ich stark behaupten. Es würde mich stark wundern, wenn über 2500 Leute hier Bestzeitenrekord mit Enten fahren. Wenn ja, mein Props dafür für die Hingabe. Jeder hat irgendein Auto, was er cool findet. Und auch wenn es nur eine Ente ist. Es ist ein cooles Auto. Also ich will die Ente gerade runter machen. Ich finde die Ente super cool. Es wäre kein Auto, was ich mir kaufen würde. Ich bin da eher so Team Käfer. Bin ich ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, Enten sind super nice. Also wenn man auf Straßen immer wieder welche sieht, man freut sich immer wieder. Das ist ein schönes Auto. Ich bin dann innerlich nicht so sehr Franzose. Äußerlich auch nicht. Also ich, nicht, dass jetzt so kommt so. Ja, aber äußerlich siehst du schon sehr französisch aus, Luca. Dankeschön, das war mir bewusst. Danke. Typisch französisches Aussehen. So, easy. Da hat die 3.500 oder wie viel auch immer investieren noch gelohnt, weil die werden wir jetzt nicht wiederbekommen. Aber wir haben da. Aber man kriegt sie schon wieder, wir kriegen ja Sterne. Die brauchen wir jetzt im Progression. Also letztendlich geht es ja nicht nur um Kohle, es geht ja auch um Sterne. Und wir haben auch gar nicht so viel Minus gemacht. Das ging sogar noch. Ah, du hast ein neues Auto gewonnen. Ah. Ein Milene Beoka, einen alten Citroën nochmal. Nice. Okay, gut. Ja, haben wir ein Auto gewonnen. Das ist nice. Also wenn man die abschließt, die Dinger, hier kriegt man nochmal Autos. Das ist ganz praktisch eigentlich, ne? Also das lohnt sich schon. Das lohnt sich schon. Mustang Car Week. Aber ich glaube, wir brauchen Mustang dafür, ne? Ja, wir brauchen vermutlich Mustang. Ja, Muscle Car. Ah, ne, Muscle Car. Ich brauche Muscle Car, okay.
Belohnung sehe ich aber nur das Geld. Ne, man sieht nicht, welche Autos man bekommen würde, theoretisch. Das sieht man nicht, wenn man es abgeschlossen hat. Ne, das zeigt er nicht an. Space, um weitere Informationen anzuzeigen. Ne, empfohlene Autos, zugelassene Autos. Okay, ne, okay, er zeigt nicht an, was man gewinnen könnte. Okay, aber, ich weiß gar nicht, ob wir hier den Cup können wir da theoretisch mit dem Rallye, die Meisterschaft, oh, es könnte sein, dass wir die Meisterschaft mit dem Rallye-Auto fahren könnten. Weil wir haben ja da eins mit 170 PS, das müssen wir noch nächste Folge mal reinschauen, weil ich glaube, dann können wir den Junior Cup relativ easy sogar gewinnen. Mit dem Rallye-Car dürfte es gehen, weil der Wagen ist wirklich flott, der ging wirklich gut ab und es ist ja ein Rallye-Car oben auf dem Bild, entsprechend vermute ich mal, dass es eine gute Idee ist, damit reinzugehen. Das seht ihr bei der nächsten Folge hier bei Super One GP. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich hatte sehr viel Spaß in dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt gerne einen Daumen rum da. Bis nächste wieder, bis dann und tschüss, tschüss. Clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill, I'm on a paper route. Extra, extra, read about it, I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit, yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings, they thought I lost a stepping.